In der heutigen Folge möchte ich euch die Funktionsweise von Überlaufschächten zeigen. Und damit herzlich willkommen bei Amazonas Becken EU. Mein Name ist Torben Hohmann. Hier in meinem Aquariumzimmer möchte ich euch heute mal die Funktionsweise eines Überlaufschachts zeigen. Ich habe hier ganz normale Überlaufschacht, aber auch wirklich einen Überlaufschacht, der ja ziemlich speziell weiterentwickelt wurde und glaubt mir, ziemlich interessantes Thema. Deswegen schaut euch das heute Video einfach mal an. Hier möchte ich im 2400 Liter Becken einfach schon mal zeigen, wie so ein Überlaufschacht ja von außen verkleidet sein kann oder wie das Ganze aussieht. Ist natürlich ja so ein Schacht, der im Aquarium drin ist, und den habe ich in dem Fall mit Slimlines verkleidet. Das Ganze kann man aber wie hier im 1200 Liter Becken auch einfach mit so einem Schwarzglas machen. Nun schauen wir aber mal etwas hinter die Kulissen, halt da, wo es interessant wird. Hier muss man sagen, ein ganz stinknormaler Überlaufschacht, so wie man es mal kennt, mit insgesamt 3 Lochbohrungen. Und das will ich euch hier einmal näher erläutern. Starten wir hier mit diesem ganz vorderen Rohr, was ihr seht. Das ist ein Rohr, das nur 25 mm Durchmesser hat. Mit diesem Rohr, das geht einmal bis nach ganz oben durch und hier oben und dann halt, ja, ich sag mal, ins Aquarium rein. Das ist das Rohr, mit dem ich das Wasser ins Aquarium hinein befördere. Das muss nicht unbedingt durch den Überlaufschacht durchgehen, nur da man den Platz hier ja eh hat und man das halt so schön mit einbauen kann, macht man das standardgemäß. Dann das dicke Rohr, was hier vorne ist. Das geht hier bis zur Oberfläche. Das ist der sogenannte Notüberlauf in einem Überlaufschacht. Der gibt, ja, ich sag mal, letztendlich an, wie hoch der Wasserstand von dem ganzen Aquarium sein soll. Hier ist es so, dass dort das Wasser ganz leicht reinrieselt. Und wieso rieselt das dort ganz einfach ein? Weil mit diesem anderen, dieser anderen Tankverschraubung, die hier ist, die überhaupt kein Rohr hat, die hier in der Mitte ist, ne? Da würde das Wasser ja einfach so, ich sag mal, platsch nach unten durchfließen. Das macht es aber nicht, weil ich diese hier über diesen Hahn anstaue. Ihr seht, dieser Hahn ist ja nicht ganz zu, aber auch nicht ganz offen. Der ist nur so ein bisschen geöffnet, ne? Wenn ich jetzt so rumdrehe und so die Stellung ist, dann ist er erst ganz offen. Damit wird das Wasser in so einem Überlaufschacht angestaut, halt bis nach oben hin. Und so, dass es ganz leise durch diesen Notüberlauf nach unten durchrieselt. Und das macht so einen Überlauf halt erst völlig lautlos. Und das ist auch der Grund, ja, dass so ein Notüberlauf nicht nur wirklich zur Not da ist, sondern diesen Notüberlauf braucht man auch für eine komplett geräuschlose Betriebnahme. Und dieser Notüberlauf, der geht dann halt auch einfach ganz normal so ins untere Becken hinein, ohne dass dort auch noch ein Hahn dazwischen ist, ohne dass da irgendwas angestaut werden muss. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Überlaufschacht vom 2400 Liter Becken. Und hier habe ich den halt so gebaut, wie ich ihn immer, ich sag mal richtig, wenn man den für eine Filteranlage, also mit einem Filterbecken nutzen möchte, wie man den wirklich aufbauen sollte. Das Ding hier, ja, alles durchdacht und super gut. Ihr seht aber, hier ist auch schon alles ein bisschen umfangreicher, mehr Rohre, noch eine Scheibe zwischengeklebt und so weiter und so fort. Und das möchte ich jetzt halt auch noch mal genauer zeigen. Fange hier auch schon mal kurz an. Ja, hier sind auch 2 kleinere Rohre, die nach oben gehen. Und in der Tat sind es 2 kleinere Rohre, die halt das Wasser hier nach oben befördern ins Aquarium hinein. Und warum mache ich das Ganze? Ja, ich betreibe hier auch 2 Filterpumpen. Hat einfach den Vorteil, wenn unten vom Filter mal eine Pumpe wirklich ausfällt, habe ich immer noch eine Pumpe, die weiterarbeitet, die weiter hier einen Wasserkreislauf im Gang hält und hat automatisch, weil der Wasser, ja, wo dann nicht mehr so viel Wasserdruck da ist, der Wasserstand auch so ein bisschen abfällt, natürlich, wenn nicht mehr so viel Wasser gefördert, hier ein lautes Plätschergeräusch, so dass ich dann auch aufmerksam darauf werde, dass zumindest eine Pumpe kaputt ist. Also wirklich, um den Besatz zu retten, ruhig mit 2 Pumpen arbeiten.
Dann hier auch wieder ganz normal, mal hier den Notüberlauf, der hier auch mit dem Wasserstand des Aquariums angibt und den ganz normalen Ablauf, der hier mit dem Hahn zusammenarbeitet, sprich hier wird das Wasser auch angestaut, so dass ja, ich bis hier oben anstaue und ganz langsam in diesen Notüberlauf auch Wasser hineinpieseln kann. Und kommen wir nun zu dem Besten an diesem Überlauf, halt das, was wirklich ganz besonders ist, das ist dieser Bodenablauf. Und sorry an der Stelle wegen den schmutzigen Scheiben, aber ja, wer langjähriger Aquarianer ist, dem brauche ich glaube ich nichts zu erzählen. So ist das halt einfach. Nee, jedenfalls haben wir hier einen Bodenablauf, so dass ich das Wasser nicht nur von oben, ich sag mal über einen Kamm oder über die Glaskante ziehe in den Überlauf hinein, sondern wirklich von unten, da wo der Dreck ist, da wo ich der Dreck angespült wird, auch durch die Strömungspumpe, die ich halt habe, wird der Dreck richtig hier in die Ecke befördert und wandert dann halt dahin, wo er hingehen soll, nämlich in den Filter. Bedeutet, hier geht das Wasser rein, geht über diese Kante hier oben rüber. Hier sieht man das auch schon mal ganz schön halt, wie es strömt. Ist dann halt einfach so, dass, ja, hier habe ich auch noch mal ein kleines Teil angeklebt, kleinen Glasbaustein. Vorher war er noch ein bisschen tiefer, dadurch der Wasserstand im ganzen Aquarium auch noch tiefer. Das Ganze habe ich noch mal so ein bisschen hochgesetzt durch diesen Glasbaustein. Da muss das Wasser halt rüber weg und dieser ist natürlich wiederum tiefer als die Glaskante, wo sonst das Wasser hier rüber weg muss. Hier sieht man das auch noch mal ganz schön, dass die Kante, wo das Wasser halt hier rüber weg muss, dass die natürlich tiefer ist als hier die umlaufende Kante, wo in der Tat dann nur mal so ein ganz bisschen Wasser zurzeit rüber geht und hauptsächlich hier halt alles durch diesen Bodenabzug erstmal hier halt oben rüber weg muss und dadurch dann runter in den Filter geht. Natürlich ist es so, dass der Schmutz auch wieder nach oben befördert werden muss und erstmal rüber weg geht, aber da ja in so einem kleinen Kanal, sage ich mal, hier eine viel stärkere Strömung ist als im ganzen Aquarium, den Schmutz halt überhaupt nicht nach oben befördert. Durch diese Strömung, die ich hier drin habe, ist es dann auch so, dass der Dreck halt rüber weggeht. Ihr seht, der Sand, der bleibt allerdings unten liegen. So ein ganz kleines bisschen Holz, Wurzelreste liegen da auch mit rum, nicht weiter wild. Aber so besonders Futter und sowas, das geht dann halt nach unten. Und gucken wir auch nochmal nach unten. Hier auch eine Besonderheit. Ein Do-it-yourself-Fließfilter. Den habe ich selber gebaut. Und eine Anleitung, wie man die Dinger baut, das habe ich natürlich auch schon mal alles auf Videos dokumentiert. Das zeige ich euch dann auch nochmal hier oben in der Playlist, beziehungsweise unten in den Informationen packe ich auch einen Link zu diesem Filter rein. Für einen leisen Verlauf des Überlaufschachts ist aber auch das A und O, eine Pumpe zu haben, also die Förderpumpe zu haben, die sich, ich sag mal, fein justieren lässt. Ich habe hier ja zwei Pumpen ran und die kann ich hier in 1% Schritten von 30 bis 100% hoch und runter regeln. Also das muss man schon sagen, das ist sehr fein justierbar, weil über den Hahn kann man das, also muss man beinahe sagen, nie im Leben so fein einstellen, dass man dort wirklich dieses Wasserlevel ganz genau hält. Und das macht man dann tatsächlich, also mit dem Hahn stellt man schon mal, ja, schon genau ein, aber immer noch zu grob. Und dann richtig die Feinjustierung, die geht dann halt über den Controller der Pumpe. Weil da achtet bitte drauf, es gibt auch Pumpen, die, weiß ich, von 30 bis 100% das nur in 6 Schritten oder so haben. Und dann ärgert man sich damit nur. Also wie ihr seht, trotz dass ich diesen Block ja als letztes aufgebaut habe, habe ich hier den ganz simplen Überlaufschacht drin, aber hat hier halt auch den Hintergrund, wie ihr auch eben gesehen habt, hier sind alle Aquarien auch mal richtig fett
einzeln gefiltert und der Überlaufschacht hier dient eigentlich nur, also ich lasse auch das Wasser auch nur ganz langsam durchrieseln, dient nur dem Austausch des Wassers, bedeutet, damit ich hier einen großen Wasserkreislauf habe und das Wasser durch alle Aquarien einmal durchfließt. Hat halt den Vorteil, überall die gleichen Wasserwerte und vor allem beheizt sich so auch alle Aquarien. Ich brauche hier die Aquarien nicht mehr extra zu beheizen oder so. Das wird alles von der Zentralheizung im Hauptfilter gemacht. Ja, und ja, auf der anderen Seite hier, wie ihr seht, da ist ein Fließfilter mit dran. Da macht es richtig Sinn, dass der Schmutz reintransportiert wird, da wo er halt hin soll, in diesen Fließfilter, in die mechanische Filterung, damit ich ihn weg habe. Ansonsten, ja, unbedingt ein Abo hier lassen, kann ich nur sagen. Ich werde demnächst hier noch weitermachen, euch auch noch andere Möglichkeiten zeigen, wie man Aquarien miteinander verbindet, vom Wasserkreislauf, ne, da gibt es noch viele andere Sachen. In der letzten Folge bin ich auch schon mal mit drauf eingegangen. Das ist hier vorne ein Do-It-Yourself-Overflow. Wenn du diese Folge verpasst hast, kannst du dir jetzt hier auch noch mal anschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch, auf deine Anerkennung, dass ich solche Videos mache. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Torben von Amazonasbecken.eu.